So, hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Colosseum. Ja, im letzten Part sind wir hier in dieses Gebäude eingedrungen und da gehen wir doch direkt mal rein. In den Aufzug wollte ich sagen. Jetzt habe ich komplett vergessen, der Ärger. Die Tür ist abgeschlossen. Ja, da haben wir doch einen Aufzugsschlüssel irgendwann bekommen. Ich weiß leider nicht mehr, es ist leider eine neue Aufnahme, aber egal. Ist auch die erste Aufnahme nach meinem Umzug, also freut euch. Denn es gibt ja jetzt, ab jetzt, wir lassen ja einfach mal zurück. Und jetzt ist sie dabei. Schön. So, wo sind wir denn hier jetzt? Musik hat auf jeden Fall schon wieder mal Stil. Hi. Ich komme in Orkus. Moment mal, seit Ewigkeit, dass wir das letzte Mal Besuch von oben hatten. Ah, die Stadt ist cool, oder Leute? Ich finde sie toll. Tolle Stadt hier. Meine Damen und Herren, verehrte Zuschauer, herzlich willkommen beim Orkus-Kanal. Wir begrüßen heute in der Sendung einen ganz besonderen Gast. Es ist unsere geliebte Venus. Hallo Orkus, ich Venus. Euer aller Venus, grüße euch herzlich. Heute habe ich eine wichtige Medaille für euch alle. Es gibt schreckliche Neuigkeiten. Anscheinend viele finden sich Spione hier. Unter uns hier in Orkus. Ich weiß sie noch nie bekannt, aber ich war wieder euch ganz dringend die Augen aufzuhalten und fertig die Person umgehen zu melden. Ich freue mich jetzt schon auf eure zahlreichen Hinweise. Enttäuscht mich nicht. Herzlichen Dank für Ihren Zuschauer. Das war Madame Venus. Und damit Ende unserer heutigen Sondersendung. Und glaub mich, wieso wissen Sie schon, dass wir hier sind? Nein, wir müssen vorsichtig sein. Ja, was sagt ihr denn? Spione in Orkus? Das seid doch ihr, oder? Hab ich doch recht, oder? Oder? Ja. Nein, wenn ihr wirklich Spione wärt, dann würde der das nicht so einfach zugeben. Ja, was sagst du, wenn ich Nein sag? Spione in Orkus? Nö. Stimmt, ich sehe doch gar nicht so wie Spione aus. Hi. Habt ihr auch schon gehört? Ich soll Spione sein. Irgendwie aufregend, oder? Haben wir Spannenderes vorstellen. So, wir schauen uns aber hier erstmal um. Madame Venus ist wirklich eine sehr positive Person. Aus dem Fernsehen bekommt man sie so gut wie nie zu Gesicht. Ja. Das ist eben eine Diva. Wisst ihr doch. So, wir schauen uns aber hier erstmal um. Hi. Du bist Trainer, oder? Willst du etwa ein Kolosseum an den Turnier teilnehmen? Ja, vielleicht, wenn ich stark genug bin. So, na, stark sieht mir aber nicht aus. Wollen wir doch mal sehen, wie du kämpfen kannst. Okay. Einfach mal den Trainingskampf zwischendurch. Jäger Susi. Oder Suzi. Nee, Susi wahrscheinlich. Suzi klingt ein bisschen seltsam. Inigo! Ah, schön. Ich weiß, ein Zuschauer, den das jetzt freuen, hört dieses Pokémon. Ja. Ne? Ein schön Gruß am Rande, der Inigo weiß schon, wer gemeint ist. Und Myrabla, das freut mich natürlich umso mehr. So, Biss und Konfusionsattacke. Lalalalalalalala. Schön, wir sind wie immer maßlos überlevelt, aber das kennt ihr ja von mir, ne? Das kennt ihr ja. Ach, ich find's toll. Lalalala. La, 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 la. Pomeluf. Pomeluf. Ach toll, ich mag Pomeluf irgendwie. Finde ich toll. Finde ich auch einen schönen Brawlkämpfer übrigens, nur muss er am Rande gehen. Erwähnt. Eigentlich finde ich Pomeluf total schlimm, aber ich mag Pomeluf. Ja, ist toll. Es interessiert hier kein, was ich hier zusammen rede, aber naja, eh gut. Naja, eh gut. Deutsche Sprache. Und so. Schwere Sprache. Hier ist Scheiße. Pomeluf, adieu. Pomeluf. Ja, wieder 80 Milliarden Erfahrungspunkte. Kleines Zitat am Rande. Und Schuppet. Flexi. Das tut weh. Hör auf damit. Hörst du auf? Viermal getroffen, hallo. Was geht denn ab? Was geht denn, Alter? Das Kätzchen wäre also damit. Oh, Geschichte. Hat seine 7 Leben also alle verbraten. Es ist unlustig, Mann. Du Idiot. Bist nicht lustig, Mann. Was soll denn das? Auf Seestrahl ins Gesicht. Oh, das reicht sogar. Sehr schön. Hätte gedacht, dass sie überlebt, weil eigentlich Schuppet ein bisschen Spezialverteidigung hat, glaube ich, mich zu erinnern. Aber naja. Ist tot. Ist Geschichte. Ist Schnee von gestern. Ist noch mehr Synonyme anknüpfen, bitte. Ihr halten Geld.
Du kannst tatsächlich kämpfen. Man soll die Leute eben nicht nach ihrem Aussehen bewerten. Ja, ist ein ratsamer Tipp, ja. Hier gibt's übrigens Getränke. Ich will aber keine. Nö. Brauch kein Mensch. So, hier unten ist ein Shop. Da will ich doch erstmal rein, denn da gibt's was Tolles. Shop. Denn hier gibt's nämlich TMs und was für welche. Da gibt's erstmal Kraftreserve, dann Blizzard, Hyperstrahl, Lichtschild, Schutzschild, was ist das? Reflektor, glaube ich. Donner und Feuersturm. Aber ich möchte natürlich zweimal den Hyperstrahl am besten. Und da brauche ich 15.000 Geld. Wo bekomme ich Geld her? Nirgends, ne? Nirgends. Ich habe alles für Bälle rausgehauen im letzten Part, oder? Das war doch das. Ja. Gut, Leute. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal zurück. Denn ich möchte den Hyperstrahl haben. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück. Wollte ich eigentlich erst später machen? Später machen. Wollte ich erst später machen. Aber na gut, dann mache ich es eben gleich sofort. Auf der Stelle. Nämlich mache ich was, was ich schon lange hätte tun können. Ach, die Stadt. Es ist schlimm, diese Musik. Meine Herren. Nämlich gehen wir jetzt nach Phenak zurück. Denn in Phenak... Ach, ich sag's euch noch nicht. Ihr werdet das gleich sehen. Ich spoilere euch doch nichts. Selbst, Mensch. So, nämlich in Phenak gibt's was Tolles. Gehen wir jetzt erstmal hin. Ich brauche Geld. Ich brauche den Überstrahl. Muah. Lass mich durch. Dankeschön. Nämlich hier oben, da waren wir ja schon mal drin. Und da gibt's, ne? Erinnert ihr euch? Erinnert ihr euch? Ja, ihr erinnert euch doch bestimmt. Den Kolosseum, und da will ich jetzt teilnehmen. Ja, ich probier's nochmal mit dem Kolosseum. Herzlich willkommen im Stadion von Wiener. Willst du teilnehmen? Nimm's also teil. Willst du mit dem Bogen 7 anreden, was du im Moment bei dir hast? Ja. Moment mal, Leid. Ich glaube, du solltest nicht mit Krypto-Pokémon antreten. Sitz lieber normal, nur normale Pokémon ein. In Ordnung? Okay. Oh Gott, hoffe ich schaffe das Kolosseum nur mit Psyana Nachtara. Ich hoffe. Oder, ach nee, wir haben ja schon ein paar Pokémon Entkrypto, ne? Dann nehme ich doch die ins Team. Ja, natürlich. So, dann wechseln wir doch mal aus. Genau, wir haben ja einen Vati und einen Hubeluff. Unser Lorblatt ist immer noch nicht in Krypton. Tatsächlich? Sehr interessant. Na, la 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 la. Skip-dap-di-li-lu. Na, dann nehmen wir halt noch das Pluslimit. Dieses dumme Ding. Aber naja. Tralalalala. So. Sehr schön. Damit haben wir 6 Pokémon dabei. Und dann gehen wir jetzt auf ins Kolosseum. Ach, ich hätte nochmal speichern versollen, falls ich trotzdem verkacke. Hoffe ich mir die Aufnahmen ab, ne? Sag ich da an dieser Stelle immer. Naja. Ist im Pokémon-Kolosseum bisher noch nie abgeschmiert. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden, ne? Ja. Naja. Ich bin mal guter Dinge. Und da werdet ihr gleich sehen, da bekommt man nämlich eine Menge Kohle, wenn man zum Kolosseum gewinnt. Und ich weiß nicht, kann man das 3 oder 4 Mal machen, Kolosseum? Werde ich jetzt ausprobieren. Und es kann sich unter Umständen ein bisschen hinziehen, es wird wahrscheinlich noch den ganzen nächsten Part dauern. Aber naja, egal, wir bauen Geld. Ja, durch die Türen auf der rechten und auf der linken Seite. Viel Erfolg bei den ersten Platz. Ja. Dankeschön, den werde ich nicht brauchen, weil ich eh alle niedermetzel.
Shadia und Venak, Duell 1. Wow, eine coole Decke. Das sieht toll aus. Ja, das Stadion hier ist sowieso generell schön. Ein schönes. Ich liebe Karo-Turnier. Karo-Turnier sind einfach spannend. Schnösel Arzul. Was setzt du denn ein? Da das natürlich das erste Kolosseum ist, sind natürlich die Pokémon auch relativ schwach. Und die sind sogar Level 40. Also, da verstehe ich natürlich im Fury nicht, was das Level 50 ist, ne? Na? Steh da. So. Wir greifen an mit Biss und... Nein, auf den verkehrten Ziehstrahl gemacht. Naja, egal. Stimmt als erstes. Azuril. Hab ich auch kein Problem mit. Na. Wir bekommen kaum Erfahrung, aber egal. Beiß ist kaputt! Oh, Volte. Wow. Sehr schön nach Tag. Das ist toll gemacht. Du bekommst einen Keks. Ach, das war schon Kampf Nummer 1. Ja, gut. Ist ja kein Problem. Also die Runde schaffe ich auf jeden Fall noch in diesem Part, denke ich mal. Und dann werde ich die nächsten paar Runden in den nächsten Part reinschieben. Stadion Phoenix Duell Nummer 2. Na gut, ich habe hier noch nie gesehen. Aber egal, lass uns erstmal kämpfen. Genau, wenn eines erstmal sieht, erstmal auf die Fresse hauen. Natürlich. Skater Grill übrigens. Mit Tacher und Dodo. Hat der Tacher ein Wasserkämpfung und mit gleich sterben und Dodo normal. Und jetzt denkt euch bestimmt Flug hier. Wo ist das Flug? Das hat nicht mal Flügel, ja. Aber selbst Dodo kann fliegen. Frage ich mich auch immer wie, aber na egal. Im Pokédex steht, dass die rennen so schnell, dass es fast fliegen tut, aber naja. Na, Spiellogik. Und so weiter. Level 43. Yay. Auf Level 47 erlernen wir übrigens eine tolle Attacke. Ja, eine tolle Attacke. Freue ich mich jetzt schon drauf. Wow, und das Nachtara geht ab. Es geht einfach ab, dieses Nachtara. Okay, in your face. Warum ist Nachtara eigentlich schon wieder im Level voraus? Man weiß es nicht. Vielleicht, weil Tiana so oft gestorben ist. Ist möglich, ne? Naja. Drei Spezialangriffe, schön. Und das, trotz des schlechten Wesens. Ich glaube, mit einem guten Werden gleich sogar 4 Spezialangriffe pro Level. Und das ist schon Wort, Leute. Halbfinale. Ah, mein Auftritt. Ich werde alles geben. Athlet Stamina. Stamina. Endon. Wasser-Pokémon natürlich. Und Panzer. Käfer-Pokémon. Das Battle-Team hat schon wieder echt viel. Muss man ja mal sagen, ne? Biss und Psy-Strahl. Ja, ich werde echt zeigen, dass Nachtara eine bessere Attacke als Bisserland. Aber ich glaube, da gibt es nicht mal eine bessere, oder? Hyperstrahl vielleicht, ja, aber sonst. Okay, vielleicht noch. Aber sonst. Weil Biss macht jetzt durch Step nochmal 50%, also 90 Angriff. Einzige, was ich Jana noch, Nachtara noch lernen könnte, wäre, wie heißt es? Spukball, das ist eine Geisterdacke, hat 80 Angriff, aber ist leider dann auch schlechter als Biss. Also, da hilft wirklich nur Überstrahl. Aber ich glaube, Spukball werde ich Nachtara trotzdem lernen, damit es einfach noch eine schwächere Attacke hat, die auch einigermaßen stark ist. Ne, wisst ihr Bescheid zum Mond. Schwächen und so. Ne? Ihr wisst doch Bescheid. Aber im nächsten Auftritt werde ich alles, wirklich alles geben. Ja, du hast versagt, Kollegin. Sieh's ein. Und das sind wir auch schon im Finale. Finale. Oh. Nanu, bist du nervös? Ich? Nervös? Und wegen? Ich glaube eher du ja. Die erzählen schon doch. Wir doch schon. Ich Tobi! Wasserbomben und Zubat. Käfergift. Ne, Käfergift, was? Blutgift. Käfergift, ja.
Fledermaus die Käfer ist. Biss und Konfusion. Gott, aber echt im Finale bitte. Super. Hallo. Wo sind wir denn jetzt? Naja, nicht erwähnt wer. Naja. Das ist ein erstes Kolosseum. Hätte ich eigentlich schon längst machen können, aber naja. Komm. Komm. Böse Attacke. Wow. Wow. Du hältst ja einiges aus, Kollege. Ja, und triffst nicht mal mit deiner Attacke. Was mache ich jetzt? Das wird nicht ausreichen. Verdammt, da habe ich noch eine Runde. Naja. Vielleicht belebt ja Tuska auch noch. Nö, natürlich nicht. Hallo, wie konnte ich meinen Diana unterschätzen? Dieses dumme Mattkipp. Belebt natürlich. Yay, machst du viel Schaden. Ist ja schon fast was. Naja. Konfusion! Pam! Ins Gesicht! So, damit sind wir der Champion! Oh yeah! Dam, 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 dam! Du hast wohl nur so getan, als ob du nervös wärst. Ich so getan, hallo? Du hast das leichtfertig angenommen. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Was für ein fantastischer Kampf. Und das Preisgeld beträgt 5.900. Hier, bitteschön. Und TM18 ist der Preis für den Champion. LTM18, was ist das? Bestimmt irgend so ein Rotz. Ja, Regentanz. Okay. Aber ich würde sagen, das war Let's Play Pokémon Colosseum Folge. Im nächsten Part dann noch mehr Colosseum Action. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.